بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Schwestern im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surah 3, Vers 19: Inna dina inda Allah al-Islam. In Surah 3, Vers 85 sagt er: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und wer sich eine andere Religion wünscht als den Islam, sie wird von niemals angenommen werden und wird im Jenseits zu verlieren gehören. Und Allah macht in Surah 5, Vers 3 darauf aufmerksam, dass der Islam die größte Gnadengabe ist, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Denn dies ist der Weg zum Paradies. Dies ist die offenkundige Erklärung von Allah subhanahu wa ta'ala, das detaillierte Programm, wie man das ewige Leben erreicht und wie man der ewigen Schmach und der ewigen Qualen der Hölle, wa li a'udhu billah, entkommt. Deswegen muss sich jeder Muslim fragen, und damit beschäftigen, wie kommt er ins Paradies? Und vor allen Dingen muss er sich darüber informieren, was die Faktoren sind, die ihn vernichten können. Denn es gibt verschiedene Dinge, die einen aus dem Islam hinauswerfen. Es gibt verschiedene Dinge, die dafür sorgen können, dass man am jüngsten Tag, wo die Eidebilder in die Hölle geht. Und ein Faktor ist, dass man Scherz über die Religion macht. Denn im Herzen eines Muslims muss es so sein, dass das Herz gefüllt ist, voller Respekt für alles, was mit dem Islam zu tun hat. Für den Koran, das Wort Allahs, für die Engel, für die Propheten, für all diese Dinge. Das Herz muss gefüllt sein mit Respekt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn jemand diesen Respekt nicht hat und macht sich darüber lustig, dann wird es zu seinem ewigen Verderben führen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns das Beispiel von einer Geschichte. In Surah Tauba, Vers 65, erwähnt er, dass eine Gruppe, oder der Kontext davon ist, eine Gruppe ist zur Ghazwatut Tabuk gefahren, eine große Schlacht mit den Römern. Das heißt, es waren Menschen, die schon Iman gehabt hatten, die schon wirklich geglaubt haben und die bereit waren, sogar ihr Leben zu riskieren für den Glauben. Aber ein Wort, ein Satz konnte sie vernichten. Sie haben sich lustig gemacht über den Propheten und seine Gefährten, die den Koran lesen. Sie haben sinngemäß gesagt, wer gibt es, wer völlere, dass die volle Bäuche haben und dass die verlogene Zungen haben, der Prophet und seine Gefährten, die den Koran lesen, und dass sie Angst haben, feige sind im Krieg. Daraufhin hörte dies ein Sahabi und ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und wollte es ihm berichten. Er sagte vorher zu ihnen: Ihr Munafikun, ich werde es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam berichten. Doch als er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, war jemand schon schneller, und das war Jibril, der Erzengel. Und er berichtete von ihm Vorfall und kam von Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm und berichtete ihm, was geschehen ist, und offenbarte sofort von Allah das Wort Allahs: وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ. Und wenn du sie fragst, das heißt, was habt ihr dort gemacht? Habt ihr euch lustig gemacht? Und werden sie sagen: Wir haben nur schweifende Gespräche geführt und gespielt. Das heißt, wir haben es nicht ernst genommen, einfach so gelabert. Dann sagte er: Kul abillahi. Soll er sprechen? Sprich, Muhammad. Abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Er sagt: Über Allah und seinen Gesandten und seine Zeichen und seinen Gesandten, habt ihr euch lustig gemacht? La tatadiru, entschuldigt euch nicht. Nicht, denn ihr seid schon ungläubig geworden, nachdem ihr Iman gehabt habt. Das heißt, Allah bestätigt hier ganz eindeutig,
dass diese Menschen Iman gehabt haben, aber dass dieser Iman durch dieses eine Wort vernichtet wurde. Dass dieser Iman durch dieses eine Wort vernichtet wurde. Und bei dieser Sache ist es egal, ob man es ernst meint oder ob man aus Scherz macht oder aus Angst. Das heißt, du machst auf der Arbeit Scherz, weil du denkst, ah, ich habe ein bisschen Angst, ich könnte meinen Job verlieren. Alle diese Faktoren bringen einen für alle Ewigkeit in die Hölle und zeigen, dass man Nifaq, Heuchelei in seinem Herzen hat. Dass man Heuchelei in seinem Herzen hat, dessen würde Allah uns vor diesem Nifaq bewahren. Amin. Und möge Allah uns davor bewahren, jemals einen Scherz über die Religion zu machen. Denn das ist sehr gefährlich und ist ein Weg ins Verderben, ein Weg in die ewige Hölle. Und wir sehen heutzutage einige Leute, die sich Muslime nennen, aber keine Muslime sind. Die Scherze machen über Allah, die sagen, haha, ich brauche nicht zu fasten, ich bin ja in der Wohnung oder es ist ja dunkel und so weiter und so fort. Man traut sich gar nicht, dies auszusprechen, wie sie über den Herrn der Welten, der sie sieht, der sie hört, der sie erschaffen hat, der alles weiß, was sich in ihrem Körper und außerhalb abspielt, dass sich über ihn Scherze erlauben. Und am jüngsten Tag wird Allah subhanahu wa ta'ala die Hölle erfüllen. Am Tag, wo wir zu dem Jahannam sagen werden, bist du schon voll, und es wird sagen, mehr. Das ist die Botschaft, die ich bringen wollte, auf das wir daran festhalten. Jazakumullah khairan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi qawli wal amal. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah